Bahnfrei für den Rückrundenstart, hieß es heute Vormittag um 8 Uhr beim SCR Altach. Der Verein bat die Fans bei einer Schneeräumaktion im Schnabelholz um Hilfe. Wie Platzwart Ferdi Jussl erklärt, hat das mittlerweile Tradition. Ja, das ist bei uns obligatorisch, wenn es viel Schnee hat oder etwas zum Rummeln, ist dann einfach die Fans da. Das ist kein Problem, um da 40, 50 Leute auftreiben. Auch Organisator Kurt Müller weiß, wie wichtig diese Aktionen sind. Ja, es ist notwendig, dass man am Samstag Spiel durchführen kann, dass man den Schnee räumt. Und es gibt keine andere Lösung, als die Leute zu motivieren, dass sie kommen. Leider schon morgen um 8 Uhr. Aber wir sagten ja, es sind 15 bis 20 Leute da, klappert an und fühlt sich super halt miteinander. Bei gemütlichen minus 8 Grad räumten die fleißigen Helfer Tribünen und Rasen frei, damit am Samstag die Rückrunde gegen Admira Wacker Mödling schneefrei beginnen kann. Wieso aber wochentags so viele helfende Hände dabei sind, dafür hat der Platzwart eine Erklärung. Teilweise ist die Energie während, teilweise haben sie Urlaub und teilweise ist das Interesse so groß, dass sie einfach kommt, die stand zum Verein und damit ist das erledigt, oder? Das sehen auch die Fans so. Ja, ich bin Student, ich habe Zeit, ich habe Semesterferien und man hilft dem Verein gerne allen Belangen, wo es geht. Und jetzt im Winter ist halt Not am Mann, wenn es geht um zum Schneebahnen, der Platz vom Schnee zum Befreien. Und da komme ich natürlich gerne und da helfe ich natürlich gerne mit. Vor allem auch seit der fantastischen Hinrunde um Platz 3 in der Tabelle. Den Rheindörflern traut mittlerweile die ganze Liga so einiges zu. Oh Gott, ich hoffe, dass es so weitergeht. Oder so ist es mal 4-5, also vierter Platz hier. Momentan sind wir Dritter und werden wir auch bleiben. Das wäre super. Wir haben zwar super Neuzugänge, wir haben einen super Trainer, der Gott sei Dank verlängert hat. Also da ist vieles möglich und ja, wo wir am Ende denn landen, das sehen wir, aber es ist durchaus einiges möglich, auch Richtung Europa, denke ich mal. Auf welchem Tabellenplatz die Saison für die Altacher zu Ende geht, ist zwar noch unklar, dass nach der Räumaktion am Samstag gegen Mödling aber mit der Mission Europacup begonnen werden kann, dafür haben die Fans tatkräftig gesagt. Ja, und wenn es Hühnet ist, dann ist es halt nächstes Jahr übernächstes Jahr. Also wir sind da entspannt und wir gehen das Ganze miteinander an und dann sehen wir, wo wir landen. Aber Platz 3 ist das anvisierte Ziel, denke ich mal, von uns allen im Verein und im Fanclub. Und ja, schlussendlich würden wir dann schon oben ein bisschen mitmischen.